Einen wunderbaren, schönen, guten Tag. Wir sind noch nicht ganz bei der Horde, 19 Uhr, geht aber gleich los. Ich habe in der Zwischenzeit hier ein bisschen Steine gefarmt, also das meiste habe ich schon. Hier wie zwei Stacks, eine angebrochene, haben wir alles drin. Ne, wir werden jetzt gleich nach Hause gehen. Und ich denke mal so gegen 20 Uhr ein bisschen Muni noch einstecken, unser Essen dann noch einstecken, was wir da noch liegen haben. Und dann langsam Richtung Hordenbase. Ich will einfach diesmal nicht wieder zu früh in die Hordenbase. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Der Stone ist hier aber auch gleich weg. Das ist hier direkt neben dem Trader. Der war ja schon die ganze Zeit hier. Oh, aber die Steine werden einen ganzen Stack wahrscheinlich in die Schmiede stopfen, einen zum Sand machen gebrauchen. So dass wir da halt mal ein bisschen was auf Vorrat haben. Wäre zumindest schön. Da sich Quest machen eh nicht mehr gelohnt hat, hat sich das hier jetzt gerade angeboten, würde ich sagen. Idee. Aber man merkt schon, dass das Eisenwerkzeug so langsam aber sicher nicht mehr up to date ist. Hoffentlich so ein bisschen mehr Stahl für die Stahlwerkzeuge. Idee, aber wie gesagt, wir gehen gleich so gegen 20 Uhr rüber. Sonst wird das alles ein bisschen knapp. Das muss ja auch nicht sein. Schön. So, reicht aber jetzt eigentlich auch erstmal an Stein. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, ich glaube, jetzt lassen wir es auch erstmal so. Wir sind jetzt mittlerweile fast voll. Komm, wir machen die 15.000 noch voll, die wir im Inventar haben, und dann passt halt erstmal. Wir dürfen hier nicht viel gießen. Wir haben Horde, ne? Bin ich mal gespannt. Ist jetzt die vierte. Lebensfisch ist mittlerweile ein bisschen höher. Dafür ist das Ganze jetzt aber auch ein bisschen stabiler. Hoffen wir mal. So, dass das Ganze so hinhaut. Guck, der Stein ist sogar fast weg. Fast unten. Da war deutlich höher. Ja, ist aber schon okay. Laufen wir mal kurz nach Hause. Ich bin zu Fuß hier rüber. Und du redest Dito. So, ich glaube, wir haben noch Spikes in der Kiste. Spikes müssen wir nach oben rauf, aber ansonsten passt es. Und Torrent stecken wir gleich ein. Dankeschön. Mal kurz hier gucken. Google. Mal gucken, davon haben wir nämlich nur noch einen. Einen muss ich essen, den nehmen wir mit. Spikes haben wir tatsächlich vier drin. Die räuchen. Wo essen sollte er in der Zwischenzeit ein bisschen. Hier ist Zement. Hier knall mal rein. Dann kannst du mal damit drauf machen. So, und das machen wir zu Sand. Dann kann der sich ja jetzt erstmal komplett volllaufen lassen. Wir brauchen ja den Zement. Schön, der Brennstoff reicht locker für die Horde. Da kann er ein bisschen machen. Den Reststein hauen wir dann erstmal hier rein. Für Sand. Ja. Die Steine zwar wieder weg. Mach aber nichts. So, der kann auch den Rest fertig brutzen. Ist alles kein Problem. Hier hauen wir die 7 Sand da rein. Der kommt mal wieder hoch. Spikes kommen mit, das kommt mit. Ach, soll wohl dich gucken. Das ist ja hier. Na, guck mal hier. Der hat auch noch für 71 Minuten. Ach, der kann jetzt auch fleißig weiter schmelzen. Alles kein Problem. So, ich wollte noch ein bisschen. Wir haben zumindest zum Reparieren, das reicht ja. Ein bisschen Notfallmoney einstecken. Sollte aber auch reichen. Hiervon ein bisschen. Dankeschön. So, wir haben Medikamente alles dabei. Wir haben Essen dabei. Wir haben Trinken dabei. Das passt soweit. Ja, jo. Ich glaube, den können wir rüber, oder? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Den Torrad stecken wir jetzt ein. Wir rumsen uns dafür scheiße, wieso die Hälfte der Bäume weg. Aber gut, höhere Gewalt würde ich sagen. Ah, gut. Die hier vorne sind ein bisschen gewachsen. Die da noch nicht. Alles in bessere Ordnung. So, warte mal. Einmal kurz Sprit raus. So, den sollst du einstecken. Den lassen wir ganz bestimmt nicht hier liegen. Aber im Großen und Ganzen passt es. Spikes sind jede Menge da, auch wenn wir die meisten immer noch aus Holz haben. Aber das hier ist zumindest etwas stabiler.
Den lass uns doch mal hoch. Dankeschön. Ist sogar nur ein Spike. Au! Wenn wir so weitermachen, sind es gleich zwei Spikes. Ist jetzt gut hier? Und bring dich nicht vor der Horde nach oben. Boah, Zimmer hin, das Ding. Der eine ist sogar leicht beschädigt, ne? Ew. Okay. Haben wir die hier oben vergessen zu reparieren? Sieht fast so aus, aber ich glaube, die meisten gehen. Ja, ja. Na gut, die ist noch so gut wie heile. Der macht zu, die Klappe. Gut, jetzt sind wir zumindest nicht ganz so früh drin. Wir sind jetzt bei 21 Uhr, das passt. Die gehen weg. Repariert haben wir das Ganze hier. Wir haben jetzt ein bisschen Stall zum Reparieren. Den hätte ich gerne noch. So, den Rest nehmen wir aber zum Reparieren. So, hier. Die können wir zumindest noch zu Beton machen. Das hat ja nicht gehorcht beim letzten Mal. Der Beton wird hier, finde ich, reichen, oder? Wäre mir aber schon ein bisschen lieber. Kommen sie halt nicht ganz so schnell durch, ne? Ah, geil, geil. Dann haben wir zumindest... Klar, wir könnten das hier auch noch zu Beton... Beton allein schon Beton machen, meinte ich. Aber so viel haben wir nicht aktuell. Wir sind ja dabei. Jetzt haben wir erstmal einen Haufen Steine, ey, zu Zement und Sand gemacht werden. Dann brauchen wir halt später nochmal Steine, die wir zu Beton machen können. Aber dann können wir auch schon so langsam eine etwas größere Mischung machen. Passt aber alles. Gut, Muni haben wir mit. Die reparieren wir einmal. Reparaturkits haben wir auch. Die Waffe können wir auch einmal reparieren. Die ist noch in Ordnung. Gucken wir mal kurz durch, ob wir alles nachgeladen haben. Die kommen wir nach unten. Die zum Beispiel schon mal nicht. Das erste Mal. Die schon. Wieso war die Pistole nicht nachgeladen? Was denn? Und den. Wir sind Game Stage 84. Level 45. Gegner haben wir 1672. Code haben wir immer noch einen. Bleibt hoffentlich auch dabei. Schätzekarte und so. Quest haben wir aktuell nicht. Und Challenge aktuell auch nicht. Passt schon soweit alles. Wir haben auch keinen Skillpunkt, glaube ich, ne? Nein. Schön, aber jetzt geht's auch gleich los. Google mal. Diesmal stehen wir hier nicht ganz so lange. Ja, Licht sollten wir anlassen. Ich rechne mal damit, dass über die erste Stunde, eineinhalb Stunden der Horde wieder in die Spikes rennen werden. Aber dafür sind sie auch da. Es ist nur schade, dass es keine EP gibt. Bis sie hochkommen, dauert es ein bisschen. Aber zumindest ist die Base rundherum jetzt aus Beton. Falls da wieder einer raufklettert, müssen wir heute wieder ein bisschen... Bäm, 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 bäm. Wir haben zumindest eine bessere Waffe jetzt. Ist doch schön. Mal kurz was gucken. Den hatten wir voll. Das heißt, wir würden uns nächstes hier weitermachen. Und dann bräuchten wir erstmal Standhaftigkeit Level 7. 6 haben wir, dank unserem Mod drin. Wir müssen aber aus 7 kommen. Das heißt, wir müssen 6 killen mit 2 Punkten, um 7 freizuschalten. Kriegen wir hin. So, eine Ingame-Minute noch. Die gerade rum ist, schön. Den lassen wir uns überraschen. Hören tue ich sie? Sehen tue ich sie nicht. Doch. Oh, die kommen diesmal gleich von vorne. Wir rennen natürlich trotzdem erstmal in die Spikes. Ew. Dim, dim, dim. Ach der. Ja, ja, wir haben den Sofort-Tod-Effekt drauf. Ah, die machen ja Spike-Knutschen. Das mögen sie doch so gerne. Und Tag. Ich sagte Tag. So, der macht natürlich auch gleich wieder den Abflug. Junge. Ich verbitte mir ja hier irgendwelche Rotzereien. Junge, das kannst du auch. Wird dir nichts bringen. Unterlasse dies also. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Da ist er. Der platzt gleich bestimmt wieder in den Spikes und ist die Hälfte weg. Das habe ich gesagt. Das Problem haben wir immer. Naja, da ist noch so einer drin, ne? Loot. Oh, Erntewerkzeuge, die haben wir schon voll. Ey, sag mal, geht's dir gut oder was? Ich war am Bücher lesen.
Das tut doch weh, das ist doch ekelhaft. Von den Spikes können wir uns größtenteils verabschieden. Naja, reißen trotzdem ein bisschen was mit. In dem Tachchen. Mein Money, Abflug, genau, mein Loot, Chris und Ned, was haben wir hier? Schrotflinten. Tschüssi. Hey, doppelläufige Schrotflinte, Quali 2. Und hier haben wir nochmal zweimal Medizin. Wunderbar. Antibiotika freigeschaltet. Junge, das bringt ja auch nichts da hoch. Sag ich doch. Polizisten sind so nervig, ne? Genau deswegen waren die Spikes ja da. Tachmittels. Okay, der Loot sagt nicht unten. Level U. Wir brauchen ja zwei, wie wir eben erfahren haben. Oh, der Schockstab hat jetzt aber einen guten Kuss drauf gekriegt, also. Durch den Sofort-Tod-Effekt. Der fast jedes Mal prompt. Gut, fast jedes Mal. Der lebt noch. Mit dem. Dem. Da kommt wieder ein Herr des Gesetzes. Ich habe es genau gesehen. Nein. Da macht das gleich wieder Boom, ne? In den Spikes. Der lebt mir noch. Warte mal. Verdammt. Meine Schuld. Solange die Spikes sind echt fast komplett weg. Solange die nicht an unsere Mauer gehen. Sehe ich halt gerade sehr schlecht. So wie Manni gerade. Abflug da. Oh Lady, du machst meinen Abflug. Ich möchte Speise. Dankeschön. Dim. Boah. Ist jetzt aber ehrlich gesagt keinerlei Stress. Alles im grünen Bereich. Bim. Mauchi, unterlasse dies. Ah, da war ein Mann des Gesetzes. Tschüss hier. Er lebt immer noch? Okay. Mauchi, weg da. Wollt nur verhindern, dass er wieder platzt. Abflug. Ach, guck mal. Captain Idul hängt da vorne in den Spikes-Fies. Dem hängt er irgendwie immer noch. Oh, Esa ja. Hallo. Da haben wir auch. Sollen wir rechts holen? Dem. Was kommen sie von hier? Schau dir. Wir hocken sich an den Seiten jetzt irgendwo in den Spikes. Junge. Grad sorgen. Lass dies. Tschüssi. Dim. Ah, er kommt hoch. Tag der Herr. Schiss der Herr. Lass uns.
Da brechen sie sich mal wieder durch die Spikes. Okay. Jetzt gucken sie von hinten, die Jungs. Dem Tachchen. Hallo. Muddys Bodyguard. Höchstpersönlich. Die Biker sind sowas wie der Secret Service der Zombies. Tachchen. Tschüssi. Mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, langsam gelungen, dass auch die Feralen so wegkippen. Größtenteils, wenn er prompt. Und die. Ach komm, können wir gleich schießen. Also im Sturmgewehr ist aber auch schon zu merken. Oh ja. Na Mochi, spitz, wa? Ja, guck mal, vor Freude schmeißt er sich auf den Boden. Schön. Ach der Herr. Das neue Hund oder? Ja. Dem. Ja, schön, ne? Die lieben es, da durchzurennen. Vereinzelt schaffen es ja mal welche. Ja, aber nur vereinzelt. Okay. Ach, oh, der Biker-Kombo. Ach, der Herr. Wir hatten ja mal mehr Spikes. Aus ominösen Gründen sind sie irgendwie verschwunden. Hält sich aber eigentlich alles ganz gut. Tag, der Herr. Der hat sich auch verabschiedet. Der wollte nicht mehr. Herr Gummuni. Dim. Ey, Junge. Privatbesitz, der Baller. Glaubt man nicht, genau. Ach, der Herr. Wir alle, ne? Ja. Ein paar Geier da oben. Dim. Hey Jungs, da kommt ihr eh nicht durch. Hallo! Dim. Ach, guck mal. Nochmal Hundi. Die Mucke, so ein bisschen wie so ein Busch, ne? Hört sich echt an wie so eine Buschtrommel. Dim. Okay, Hund hat sich verabschiedet. Shorty, kommst du da wieder runter, hä? Danke. Er rennt in die Spikes und fällt runter. Schön. Dim. Shorty, lässt das bitte auch sein? Danke. Hallo! Und du auch! Tschüssi! Du nochmal! Na, Junge! Er kann's nicht lassen, ne? Okay. Na, der Herr? Dim. Tachchen und du nochmal. Ah, viele sterben in den Spikes, deswegen gibt es nicht so viel EP. Das haben sie sich ja so langsam einen Weg gebahnt. Na, Shorty? Du auch schon wieder? Und
Tschüssi. Und nochmal. Da fliegt er gut. Ach, Fetthärchen. Wir haben noch keine Mutti gehabt. Wild zurück. Okay, das Alinchen hat sich auch schon wieder verabschiedet. Steve hat getrunken oder so. Schön. Der French ruft freiwillig runter. Steve hat eindeutig getrunken. Dem Loot. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Ach, daher. Och, Kotzbrille schon wieder. Wo ist er diesmal? Er kommt bestimmt gleich. Tschüssi. Abflug. Dim, 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 dim. Nochmal ein Flug da. Du auch. Aber warte mal. Jordi. Ja, jetzt haben wir ihn. Wollt doch nur. Mach mal einen Abflug. So, bitte. Dem, dem, dem. Den haben wir oben, ne? Nö. Och, er ist schon wieder. Junge, mach mal einen Abflug. Ah. Jetzt ist er unten. Okay. Ich wollte ihn ja noch erschießen. Ach, dann überleben wir trotzdem. Das sehe ich mittlerweile gar nicht mehr. So, die Problemchen. Team Passiv. Herr Schordi. Blutsack ist wieder unten. Dim, di, 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 di. Hallo, Stevie. Dieser Sofort-Tod-Effekt kommt sehr häufig, diese 10%. Naja, dazu haben wir aber auch noch die Zerstückelung, ne? Was auch sehr häufig passiert. Ach, Captain. Bitte. Ruhe, Harris. Ach, schon wieder? Haben wir hier mehrere Kurztypen. Tschüssi. Lass mal kurz looten hier. Ah, guck mal, Steroide. Junge, willst du Ärger? Der will Ärger. Zwei. Okay. Oh, jetzt ist ja auch mal Ruhe. Oh ja, Sturmgewehr ist deutlich besser als Jacker. Warte mal, wir haben oben Besuch. Ja. Stevie, lass es. Luhu. Ah, Loot ist weg. Wie viele kommen da noch? Nein. Dim, dim. Ach ja? Ach, Stevie, ich hab dich doch genau gesehen da oben. Ja? Du lebst doch noch. Jetzt nicht mehr. Da war ein Polizist mit zwischen. Ah, na. Alleinchen, tschüss hier. Thank you.
Die haben echt Langeweile da oben. Anders kann man sich das hier nicht mehr erklären. Tag der Herr, tschüss der Herr, du genauso, Abflug. Dim. Okay, das war eine Challenge. Stevie? Okay, war es das schon? Boah, das sehe ich nicht. Schau, das fing doch gerade erst an, interessant zu werden. Wie sind die hier überhaupt hingekommen? Au. Sag mal, Abflug hier, mein Freund. Tschüssi. So, lass mal runter hier. Sag mal, Alleinchen, du doof. Danke. So, hier ist noch irgendwo eine Kotztüte. Sagt ihr mir gut? Wollen wir wirklich kurz? Da ist er. Na, mein Freund? Er ist Tipp an die Spikes. Okay. Jut. Ja, okay, wie immer. Aber die Base ist diesmal ein ganzes Stück geblieben, oder? Auch wenn sie hier gerne rumgehämmert haben an der Treppe. Dadurch, dass ich es zu Beton oder besser gesagt repariert habe, ist es diesmal ganz geblieben. Jo. Alles glichen. Guck mal kurz hier. Schordend, verursachen 10% mehr Schaden mit Sperren. Jetzt nicht mein Wunschbuch, aber besser als nix. So, ein Moment. Geht sofort los. Hier kommen wir wieder runter. Oh, das kommt sowieso ins Motorrad. Damit wir hier ordentlich aussammeln können. Warte mal, die einmal voll machen. So viel Muni haben wir gar nicht verballert. Geht, ne? So, dann sammeln mal die schönen Säckchen auf. Wir hätten hier... Oh, sehr schön. Die Schadensmod. Die kannst du gleich zerlegen. Das kommt mit. Zwei Kochbüchlis. Sehr schön. Die brauchen wir auch nicht. Wirklich. Zweimal Robotik noch. Schön. Robotik geschützt und Quali 5. Wir nennen uns da Drohnen. Danke, danke. Dort ist Sperre noch zweimal. Oh, Steinsperrquali 5 können wir jetzt auch. Okay. Haben wir nochmal medizinische Handwerksfähigkeit und Athletenschuhe auf 3. Nehmen wir uns mal auf. Der kann weg. Das haben wir sowieso schon. Okay, das haben wir eben gerade auch gelernt. Das kennen wir schon. Das können wir zerschreddern. Jo, nochmal zweimal elektrische Handwerksfähigkeit und Kommandohandschuhe, die können wir verkaufen. Die brauchen wir so nicht. Aua. Du sollst da ran und nicht die stechen. Samen haben wir eh voll. Ich glaube, die Kartoffeln waren das letzte, ne? Hier hinten waren sie gar nicht so aktiv. Hier ist noch fast alles heile. Ein paar kleine Schäden. Soll ich noch einen Sack? Oh, Munition. Man kann nie genug Munition haben. Finde mehr Munition im Beutel. Ist ja nicht so, dass es schon zu viel Muni gibt, aber soll mir auch recht sein. Das war, glaube ich, alles, ne? Jo. Gut, bis schick großen Tor. So ein paar Spikes, die wir hin müssen. Wir haben doch tatsächlich nur ein Level abgemacht. Googeln wir mal kurz. Vorher waren wir 45. Ne? Ein Level haben wir gemacht, ja. Naja, gut, Zombies. Wie gesagt, nicht genau drauf geachtet. Wir hatten was mit 1600, also. Man könnte knapp 200 Zombies sagen. Da war schon mehr los, ne? Aber echt, den On-Level hätte es auch noch machen können. Okay. Wo ist die Wanderhorde nach der Horde, hä? Die hat uns jetzt die benötigten Level gebracht. Na, egal. Wir fahren sowieso ins Nibiu. Nachdem wir leer gemacht haben. Dankeschön.
So, wie sieht's hier aus? Ein Moment, der ist noch fleißig am Schmelzen. Kann er gerne auch weiter. Aber ich könnte hier auch noch mal ein bisschen, das werden wir alles brauchen. So, kann noch mal ein bisschen machen. Wir geben dir gleich noch mal ein bisschen Holz. Und hier kann er eigentlich... Na, Stahl werden wir so oder so noch jede Menge brauchen. Auch jede Menge Stahl machen. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. Ich guck gleich mal, ob wir noch Eisen haben. Ich räume erstmal leer. Ja, Eisen haben wir noch ein bisschen. Also kann gleich rein. So, Nahrung und Trinken auf jeden Fall. So, Muni macht noch ein paar Kleinigkeiten. Muni sowieso. Irgendwie wird das nach jeder Horde mehr Muni. So, das ist genau drin und das kommt hier drin. Wir haben ja noch Sachen im Motorrad. Den wollten wir eh verkaufen und... Oh, Stufe 3 ist eigentlich auch nichts, ne? Wir sind mittlerweile bei 6 angekommen. Geht alles im Verkauf. Der fertig? Der ist fertig. Gut. Nimm erstmal alles raus. Sprit kommt wieder drin. Danke. Okay, warte mal. Erstmal Handwerk. Und Muni, das ist eindeutig das meiste. Ich sag ja, wir haben irgendwie... Oh Gott, ich kann dir zum Glück für Grüße. Wer glaubt ja nie einer, wenn ich sage, es gibt zu viel Muni im Spiel. Das ist leider so. So, Handwerk rein. Das packen wir vorne noch rein. Das hier kommt noch mal Medizin mit rein. Zack und zack. Und das war's denn soweit, ne? Dann nehmen wir ein bisschen Eisen mit. Einen lassen wir hier. Das kommt hier mit rein. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nix. Gut. Holz haben wir jetzt nicht allzu viel. Wenn wir beim Questen wieder was. So hat er erstmal wieder genug. Hier genauso. Außer die laufen noch ein Weilchen weiter. Damit wir endlich mal an Zement und so kommen. Die knallen wir hier wieder mit rein. Mal gut, was googeln. Sand hat er gemacht. Das kann hinten erstmal rein. Also hiermit. Gut, dann brauchen wir halt mal wieder ein bisschen Storn. Aber wir wollen ein Snevium. Und wir haben, was ist denn das? Eine Verstauchung? Ich meine, ist das kein Weltergang, die ist eh gleich weg, aber ja. Warum wurden die denn zugefügt? Egal. Sowas kommt mal vor. Gut, dann sind wir aber auch für diese Folge am Ende. Wir fahren jetzt weiter ins Snevium. Schade, dass wir das eine Level nicht haben, sonst hätte ich hier mich Standhaftigkeit aus 7 bringen können. Aber es ist halt nur noch ein Fitzel, ne? Kriegen wir hin. Spätestens im Schneebium haben wir es. Oder? Wartet mal kurz. Wir hatten eine Challenge fertig, ne? Ja, hier. Belohnung 10.000 und Sprengstoffe. Das siehst du mal. Holzfäller-Zombies. Töte ein paar Holzfäller-Zombies. Haben wir anscheinend genug. Wir haben nicht genug EP gekriegt. Obwohl es 10.000 gab. Okay. Was genau haben wir da jetzt freigeschaltet? Tut ein paar Holzfäller-Zombies. Belohnung, 10.000 EP und Sprengstoffe. Das heißt, die können wir jetzt selber machen, oder wie? Sprengstoffe. Also im Inventar haben wir jetzt keine gekriegt und... Die sind alle noch gesperrt. Ah, damit wahrscheinlich Rohrbombe hatten wir vorher schon, aber sowas wie wahrscheinlich Dynamit und so weiter, ne? Dynamitstangen, Munition, ja, sowas wahrscheinlich. Allein die Beschreibung gerade. Eine Dynamitstange. Anzünden mit Rechtsklick, werfen mit Linksklick. Das Teil mit dem Werfen ist besonders... Oder der Teil mit dem Werfen ist besonders wichtig. Ja, man kann es auch in der Hand behalten. Ne? Man kann aber probieren, was passiert. Würde ich allerdings keinen empfehlen. Gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Im Snevium. Machen da weiter. Weil wir hier selbstverständlich hochkommen wollen. Zu den Holzfäller...
Holzfäller schlechter, ja. Finde den Schatz, das haben wir doch schon gemacht. Stimmt sogar, jetzt die Uhrzeit. Schön. Ist klar. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.